In der ersten Startreihe sind wir zu finden, das finde ich schon schön, aber erst einmal allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Benetton hat ein verdammt gutes Qualifying hingelegt. Wir sind beide innerhalb der Top 10. Bei Montoya hat es mal wieder geregnet. Ein Stop, weiche Reifen, okay. Böser Randstein, sei bitte heute nicht so böse zu uns oder wir bezwingen dich trotzdem. Entweder oder. Stimmt, mir gefällt es nicht, dass ich den Vordermann nicht sehen kann. Die Ampel sehe ich auch gerade mal so. Der könnte sich sehr freuen in diesem Rennen. Aber vorbeikommen ist ja schwierig. Wenn er keinen Fehler machen könnte, er sich einen riesen Vorsprung rausfahren. Wir wurden ja auch schon mal von Michael Schumacher überrundet als Zweiter. Ah, böser Anschein. Michael Schumacher ist gerade hinter uns. Also eine Rotnasenspitze, die wird sich freuen. Da wird sich auch McLaren in der Konstrukteurs-WM freuen. Aber das Rennen ist ja noch lang und viele Ecken Fehler zu machen. Es gibt viele Ecken Fehler zu machen und vielleicht hat der McLaren ja bald einen Verfolger. Einen ernsthaften. Ich hoffe nicht. Der Wagen ist jetzt schwerer. Ich habe das Setup gar nicht kontrolliert. Wir scheinen aber kurz übersetzt zu sein, also 8 Gänge. Auf jeden Fall sollte ich darauf achten, dass der Wagen jetzt schwerer ist als noch im Qualifying. Und damit sollte ich die Kurve noch anders angehen. 7 Gänge, stimmt, 8 Gänge ist ja ein paar Jahre später. Sonst haben wir ja 6 Gänge, außer wir wählen es aus, dass wir 7 haben wollen. Der ist so gemein, warum? Ich verstehe es bis heute nicht. Bin ich mal mit einem Kaugummi am Fuß auf den Randstein gelatscht? Boah, ich habe den noch nie berührt. Ich war weder während eines Rennwochenendes noch sonst in Monte Carlo. Michael Schumacher wird sich wieder ärgern. Hinsichtlich der WM. Apropos Michael Schumacher ärgern. Da war letztes Rennen ja was. Schon schnell. Fast 3 Sekunden schneller als wir. Aber die Runde, die geht auf jeden Fall besser. Eine 20er sollte auf jeden Fall drin sein. Schon jetzt fast 6 Sekunden Abstand. Vielleicht werden wieder alle überrundet, außer der Erste. Der kann sich nur schwer selbst überrunden. Barrichello hat einen kleinen Abstand zum Michael Schumacher, aber nicht wirklich nennenswert. Trotzdem nenne ich es mal. Krass, wenn man sich Monaco heute mal anschaut und hier bei Portier aufs Meer guckt, dann oder in Richtung Meer, dann ist es ein ganz anderer Blick. Auch bei der Tunnelausfahrt, da steht jetzt links ein fettes Gebäude. Aber auch cool, das Ganze so zu sehen. Monaco vor 100 Jahren sah ja auch ganz anders aus. Auch wenn man es gut wiedererkennen kann, vor 100 Jahren. Es war halt doch eine andere Zeit.
13.3. Sekunden langsam. Ist trotzdem eine Menge Holz. Er fährt denn auf der 5, das sah aus wie ein Jaguar. Nee, kann nicht sein. Ich sollte den Rückspiegel lieber nicht zu viel Beachtung schenken. Heute ist es nicht so wichtig, welche Linie die gerade fahren oder wie weit weg sie sind. Normalerweise sollten sie ja nicht vorbeikommen, da sollte ich lieber mehr auf die Strecke achten. Auf die Strecke vor mir. Der Anstand ist da auch nicht so unübel. Ist aber nicht so schlimm wie oben beim Casino. Der bei der Schwimmbadschikane, Rechtskurve, der ist auch nicht ohne, wenn man dazwischen drüber fährt, obwohl er sehr flach ist. Kann man aber ganz einfach entschärfen, indem man da nicht so drüber holzt. Passt irgendwie gut ins Bild, dass BMW Williams wieder deutlich hinten liegt. Vielleicht wird das ja wirklich der Kampf zwischen Jordan und BMW Williams. Diese Saison. Nach 4 Runden schon 10 Sekunden Vorsprung, 2,5 Sekunden pro Runde. Ja, scheint ein BRR zu sein, da hinter Balken. Wo ist Trunner? Oder ist der zweite McLaren, das könnte auch sein. Das denke ich sogar wahrscheinlicher. Sich da nicht hängen bleiben. Da habe ich voll erwischt. Die Hälfte des Autos war drauf. Mehr als die Hälfte. Na, Rotnasenspitze. Wo ist der Teamkollege? Auf der 7. Nein, BMW Williams nimmt einen Punkt mit. Nach aktuellem Stand. So wenig wie bisher noch gar nicht mitgenommen, aber so viel Auswirkungen erfahren wie bisher auch noch gar nicht. Wie gemein. Zwischen dieser und der nächsten Saison komme ich mal mit einer Spachtel daher. Nachts, wenn der Randstein überhaupt nichts ahnt, wird dabei gekratzt. Hier ist ja auch kein Randstein bei diesem Knick. Oder hier in. Dann brauchen wir den da oben beim Casino auch nicht.
Ich werde ganz schön versetzt, der Herr Michael Schumacher. Zwischen DC und Ralf Schumacher ist eine kleinere Lücke. Schon sehr verhalten beim Schwimmbad. Das war so entspannt wie bisher noch gar nicht auf dem Rennstreifen. Häkkinen fährt gar keine Bestzeit mehr, 20,6 von uns. Wird dann noch so 2 Sekunden pro Runde schneller sein, ohne dass ich jetzt den Abstand kontrolliert habe. Jetzt schon fast 21 Sekunden vor uns. Der kann schon bald einen Boxenstopp mehr einlegen als wir. Ich bin kaum berührt und so abgeschossen wurde. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Ausmalen. Das wäre bitter für Häkkinen, wenn er heute ausscheiden würde. Hatten wir schon mal, das war in Kanada, da sind wir als Zweiter herumgefahren und dann ist der Film da ausgeschieden. Das hatten wir, glaube ich, in den bisherigen 7 Saisons mehrmals. Manchmal habe ich es aber auch nicht genutzt. Es wird ja irgendwie immer schlimmer. Das war gefühlt noch weniger mitgenommen als letzte Runde und ja, die Auswirkung war wieder schlimmer. Wieder nur eine 21,1. Sechs
28,3 nach vorne. Achtung, Randstein. Jetzt war ich da gefühlt so langsam wie bisher noch gar nicht. Vielleicht nicht so wenig wie möglich. So wenig wie bisher irgendwie. Ich denke nicht, dass ich in so wenig wie bisher. Nee, Quatsch, wie fange ich das jetzt an? Ich denke, wir haben ihn dieses Rennen schon mehr mitgenommen, aber wir hatten ihn jetzt mit so wenig Geschwindigkeit angesteuert, wie bisher noch gar nicht. Und was war? Wir sind abgehoben. So. Schwierige Geburt. Oh, zu schnell rein. Das war knapp an der Leitplanke vorbei. Je viel vorsichtiger ich da oben fahre, desto schlimmer wird das. Toll. Michael Schumacher zeigt sich im Rückspiegel, das bringt bloß nicht viel. 21,6. Wie wäre es mit normal ansteuern und dann, kurz nachdem wir ihn getroffen haben, nochmal auf die Bremse gehen? Das probiere ich jetzt beim nächsten Mal aus. Gefällt mir echt gar nicht, diese Unsicherheit da oben. Leitplanke touchiert. Jetzt haben wir mal, denke ich, mehr als 0,4 Sekunden Abstand zu Michael Schumacher, 20,8. Ha, 0,6. So. Randstein überfahren, ja, und direkt danach an die Eisen gehen. Fühlt sich irgendwie doof an. Wenn wir einmal groß in der Luft sind, dann bringt auch Bremsen nichts. Zumindest nicht hier. Die Lücke zwischen dem Schotten und dem Deutschen, die ist ungefähr echt groß. Zwischen der Rotnasenspitze und dem BMW bei uns. Hab da jetzt nicht jede Runde drauf geachtet, aber der Abstand ist wie jetzt in etwa schon vor ein paar Runden so da gewesen. Uiuiui. Naja, böser Randstein. Liegt aber eindeutig an mir, wenn ich da sagen muss, böser Randstein. Da hatte Michael Schumacher mal ganz kurz Hoffnung. Wir haben jetzt ein Drittel des Rennens geschafft und haben 33 Sekunden Rückstand. Hochgerechnet heißt das, wir werden überrundet. Das ist ein. Oh! Ganz leicht berührt, aber auch sehr langsam gewesen. Es ging gut.
abgerechnet werden wir 139, nee, Minute 39 Rückstand haben auf den Erkennern und ja, damit wird er uns überrunden. Sekunden bei einer Rundenzeit von 78 Sekunden, die er so hingelegt hat. Oh, komplett umfahren. Das geht uns auch. Danke fürs Anschieben, aber irgendwie bringt's das nicht. Scheiße. Entschuldigung, ich muss zurück, sonst werden hier alle aufgehalten. Oh nee. Was mache ich denn? Ich meine, es ist gleich Boxenstoppzeit. Aktuell Platz 4. Oh ey, was ist jetzt passiert? Das hat mir vorhin schon mal ganz leicht im Ansatz. Er ist nichts vorbeigekommen. Michael Schumacher mit zwei Rädern. Auf zwei Rädern. Und Ralf Schumacher, die beiden Brüder. Wenn sie beide reinkommen, dann kriegen wir sie noch. Vielleicht fand er sich jetzt auch einen sehr großen Vorsprung aus. Michael Schumacher, das könnte eng werden, wenn er überhaupt reinkommt. Hältst du auch nicht nachher? Das heißt, auf jeden Fall Gas geben für den Fall, dass die ja noch zum Stop kommen, die beiden Schumachers. Deswegen den Vorsprung der beiden so klein wie möglich halten. Ich denke, einer von beiden kommt rein. Bestenfalls natürlich beide. Dann hätte ich wieder mehr Glück als der Start. Nervst dran, Stein, nervst einfach nur. Ich schon mal von 6 auf 3, nicht schlecht.
schon mit dem 20-1 gefahren. Jetzt, wo es mal drauf ankommt. Aber Schumacher fährt nicht weit genug weg. Michael Schumacher denke ich auch nicht, aber man weiß ja nicht. Wir haben sogar aufgeholt. 0,4 Sekunden auf Schumacher gewonnen. Noch nicht. Ich gebe mir den sogar auf der Strecke. Falls er nicht reinkommt, Gas geben. Wir sind weniger als 2 Sekunden langsamer gewesen als die Bestzeit von Mika Häkkinen. Spricht auch nicht gerade für Ralf Schumacher mal so nebenbei, aber egal. Vielleicht war das einfach nur eine Kackrunde von ihm, vielleicht hat ihn irgendein Rennstein sehr geärgert. Keine 20-1 mehr. Aber der Abstand ist gleich geblieben. Nach der Berührung habe ich richtig gebremst. Ist ja die Chance, dass wir das schon mal einfach so bekommen können. Unterher auch mal funktioniert. Ja, dann habe ich es aber übertrieben mit auf der 1 liegen, nicht nachgeben wollen und zack. Barrichello wird sich gerade auch freuen, dass wir mal Gas geben. Er fährt auf jeden Fall mit, er kann das Tempo mitgehen. Wir sind nur 27. Und wieder der gleiche Abstand. Das ist Boxenstopp-Zeit. Kimi hat das schon eröffnet. Mal gucken, wer jetzt noch folgt. Wir sind schon mal näher gekommen, der war letzte Runde weiter weg. Aua. Das war knapp an der Leitplanke rechts vorbei. Das wird schon da sein, S27, denke ich. Das ist sogar fast ein 19er. Ja, der ist ins Nähe gekommen. Das wird keine 4-1er mehr. 4-3er Abstand. 3-3er. verloren. Obwohl er uns näher gekommen ist, optisch. Da unten sind mehrere Autos, da gibt es eine Überrundung. Oh ne, Überrundung, das könnte uns auch richtig schaden.
überraschend zu sehen, der Heckflügel vom BMW Williams. Es wird langsamer als letzte Runde, aber schneller als 20.7. Von 3.3 auf 3.0. Barrichello ist fast aus dem DS-Fenster raus. Oh! Das war so schnell wie bisher noch gar nicht am Casino vorbei. Das kostet jetzt richtig Zeit für euch schon mal. Ich denke, im Tunnel kommt er vorbei, aber jetzt verliert er richtig Zeit. Das ist eine Rundung, die erstmal gut für uns verläuft, aber wir müssen ja auch noch an den vorbei. Vielleicht ist der Abstand nach den beiden dann größer zu Schumacher als zuvor. Wir treffen die im letzten Sektor an, das ist nicht gut. Beim Schwimmbad vielleicht sogar. Das könnte eine 19er Zeit werden vom Gefühl her. Naja, kriegen wir eh nicht mehr hin. Dafür werden wir jetzt aufgehalten. Interessante Stelle. Der zuckt schon zum Vorbeilassen. Wir sind auf jeden Fall näher gekommen. Die Überrundungen haben uns geholfen. Trotzdem wäre es mir lieber gewesen, wir hätten sie nicht gehabt. Wir hätten weiter unter unseren Stiefel fahren können. Es will keiner vor uns rein. Kein Michael Schumacher, kein Ralf Schumacher. Müssen wir uns das Podium einfach so zurückholen, indem wir Ralf Schumacher überholen. Wird nicht einfach, aber es wird eine schöne Aufgabe sein. Böses Ding. Zum Glück haben wir noch genügend Runden. Wenn man mal hinten dran hängt, dann kann man nicht genug Runden haben, zum wieder nach vorne kommen. Wenn man vorne liegt, freut man sich eher, wenn es bald vorbei ist. Erst auch. Hat jetzt richtig Rückstand. Wir haben aber auch gerade wieder einen guten Rückstand auf Ralf Schumacher. So schnell rein. Scheint jetzt erstmal keine Berundung zu kommen, zumindest höre ich noch nichts. Da müssen wir mal bei Mirabeau oben lauschen und nach anderen Autos hören. Der Abstand ist auf jeden Fall kleiner geworden. 20.5, DC in der Box, und der berundet uns bald. Häkchen war das hier. 1.1er Abstand, 3.1 nach hinten. Aua! Barrichello ist jetzt auch vorbei. An den langsamen Autos. Der Abstand hier auf Ralf Schumacher wirkt immer riesig groß. Schon wieder 1,1 Sekunde zu betragen. Wir kommen im letzten Sektor durch Raskas wieder näher. Bloß nicht zu viel aufholen wollen. Am Ende geht es über die Leitplanke. Das ist ein Abstand, der ein Hauch kleiner ist als 1,1 Sekunde. 20.3. Vielleicht 0,9? Ich sag nur 8. Oh, das war gar nicht so schlimm. Häkkinen an der Box, ne, toll. Ich würde gerne wissen, wie weit weg Michael Schumacher ist, aber das sehen wir spätestens, wenn wir Ralf Schumacher überholt haben. Jetzt erst reinkommen ist aber auch interessant. Runde 25 von 39, ganz schön spät. Das Reifen ausfahren, schwierig. Häkkinen kann sich's erlauben, Michael Schumacher eher nicht.
Hängt ja aber ganz von seiner Spritladung ab, die er zu Rennbeginn Intus hatte. Noch sind wir zwei weg von Angriff in Raskas. Schön mal wieder einen Offensivzweikampf zu führen gegen einen richtig guten Fahrer. Auf einer richtig guten Position. Zieht uns noch davon. Jetzt kommen wir näher. Schmutzige Luft beim Casino oben. Boah. Mann, 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 Mann. Giancarlo on the box. Keller kommt nur schwer, ne? Für den Angriff müssen wir hier richtig nah rankommen, aber wir sind noch zwei weg. Nein, lass das. Hatte die letzte Runde sehr Bammel mit der Wandberührung, nachdem es im Qualifying so schief ging mit das Rad ging ab. Häkkinen wird uns nicht überrunden. Nicht unter normalen Umständen. Ich aber nicht entscheidend nah rankomme. Das ist zu weit weg, das kann ich vergessen. Das ist mir zu riskant, das geht eher schief. Da muss ich näher ran. Ja, wir könnten ja den BMW Williams überholen, aber ich sehe uns da noch ganz gut in der Zeit. Wir haben noch ein paar Runden. Klar, am Ende sollen und müssen wir da vorbei, wenn wir in der Konstrukteurs-WM BMW Williams ärgern wollen. Aber noch ist es mir zu riskant, das war noch zu weit weg. Ich warte auf noch eine bessere Gelegenheit, bevor ich hier Platz 4 wegschmeiße. Am Ende kommt er auf der 3 ins Ziel. Hallo? Anstein? Und wir halt irgendwo auf der 11 oder so. Nee. Lass ich lieber noch Vorsicht walten. Allerdings könnten auch gleich wieder Überrundungen ärgern. Ich muss da schnellstens mal einen Versuch starten. Ich sehe zu, dass ich jetzt richtig ranfahre. Schwimmbad, Tabak, Hafen. Die Ecken muss ich jetzt sehr gut machen. Führt immer noch zu weit weg und mit der Wandberührung war es das. Eigentlich wollte ich ja nicht ansetzen. Zum Glück ist Barrichello nicht vorbeigekommen. Puh. Ich habe da nicht mehr ernsthaft angesetzt, aber auf einmal fahren wir neben ihm. Da waren wir vorhin schon mal näher, da hat man nicht den Asphalt
zwischen uns und ihm gesehen, als wir hier hochgefahren sind. Jetzt habe ich auch noch richtig beschissene Linie. Barrikello hat seinen Hintermann verloren, das war ja auch DC, der ist zum Stop gekommen. Damit könnte Trulli vielleicht auf einen Punkt daran sein, auf dem letzten. Die Runde wird nichts, viel zu weit weg. Ich komme hier mistig raus. Ich will es nicht probieren, fahr vor. Sonst kommt Barrikello noch vorbei, ich will ja schnell wieder zumachen. Runde 30 beginnt gleich, 39 fahren wir. Langsam wird's eng. Der hat Spaß da vorne. Zumindest mit der schnellsten Rennrunde. Wir haben aber mehr Spaß, wir können nämlich mit jemandem kämpfen. Auch wenn wir den Platz schon inne hatten, sogar einen besseren. Aber das macht's eben verdammt viel Spaß, dieses jemanden jagen. Und das nicht einfach vorbeikommen. Aber jetzt sind wir sehr nah dran. Was bremst du denn hier, du Arschgeiger? Da stand noch nicht mal jemand. Hätte es ja verstanden, wenn da jemand gewesen wäre, der ist ja massiv in die Eisen gegangen. Ich fahre jetzt nicht rein, halt, das ruiniert unser Rennen. Ich muss versuchen, so durchzukommen. Scheiße, was war das denn? Blaue Flagge für uns, weil wir ein beschädigtes Auto haben. Was macht er denn da? Hat die Kurve nicht gut erwischt und wir sind der Leidtragende. Oh, beide Flügelteile ab. Mann! Was liegt hier Müll rum? Der war in der Leitplanke drin. Könnte funktionieren, bloß beim Casino oben in der schnellen links und dann ach, sowieso auch in der rechts, wäre das richtig böse. Mit der fehlenden Nase. Ich muss ja auch eher anbremsen. Mann, ey. Jetzt haben wir schon mal was Sandwich. Das geht doch niemals gut. Ganz langsam hier rein, die können ja eh nicht überholen, wenn ich mich breit mache. Hatten wir schon mal, dass wir mit einem kaputten Flügel ins Ziel gefahren sind. War das im Netz herauskam mit einem Benetton in Frankreich, meine ich. Hat sich jetzt nicht so schlimm angefühlt wie gedacht, weil wir ja langsam waren und die eh nicht vorbeikommen. Im Tunnel dürfte es nicht schaden, dass wir hier ohne Flügel fahren. Bevor ich hier aber einen Hauch zu viel gehe, gehe ich lieber zwei Hauchs zu wenig in die Kurve rein. Da wird gleich der Ferrari vorbeifahren. Das kommt davon Ralf Schumacher. Tabak wird auch nicht schön. Aber wo soll er da überholen den Tabak, wenn ich ihn zumache? Okay, das ist doch recht entspannt, weil man hier so schwer vorbeikommt. Ich muss jetzt einfach verdammt vorsichtig sein, nicht irgendwie irgendwo zu schnell sein wollen. Dann geht das schon klar.
Klar, ich bin ihm draufgefahren, so gesehen auch mein Fehler, aber es kam sehr unerwartet, dass er da so in die Eisen geht, weil er einfach einen Fahrfehler begangen hat und immer da einfach zu weit innen unterwegs war. Vielleicht kann man das wirklich genau 50-50 sagen, aber wer kann es mir verübeln, da drauf zu fahren, wie das klingt. Ich wollte ihn ja beholen, dafür müssen wir nah ran und dann ja, rechnet man nicht damit, dass er in der Schikane auf einmal in die Eisen geht, weil er einen Fahrfehler macht. Vielleicht werden wir doch noch überrundet. Na, ich sehe es positiv. Wir haben jetzt die 3 Enner und der BMW Williams ist sogar 2 Plätze nach hinten gerutscht, wie ein nach vorne. Heißt weniger Punkte für BMW Williams. Und mit dieser spitzen Nase lässt sich fahren. Zwar nicht schnell, aber es könnte punktereich werden. Keine schnelle, aber vielleicht eine punktereiche Fahrt. Vorsicht, das war jetzt wieder nah an der Planke links. Nicht, dass wir da wieder hängen bleiben. Einmal reicht mir schon. Die Rundenzeit, wir waren schon mal 3 Sekunden schneller. Muss aufpassen, nicht, dass Barrichello hier mal bei Saint-Avort in Ansatz. Das sah gerade an. Satz 2 ist es aber. Das wird alles Problem sein. 7 Runden noch. Aber 6 Runden und der Rest von diesen. Einmal nehmen wir den Randstein nicht mehr mit. Ist gerade wirklich sehr entspannt. Muss mir keine großen Gedanken machen, dennoch muss ich konzentriert bleiben. Das steht außer Frage. 23:00. Wie der Rennstand einfach kein Thema mehr ist. Oh, etwas zu schnell rein. Und da war schon mal gerade niemand angeschossen. Doch jetzt der Teamkollege. Ja, ein Gelber, sehr schön. Dann 5 Punkte für John. Spaß macht das Fahren so nicht mehr. Hauptsache die Punkte kommen rein. Alex Young macht Feierabend. Ja, das Gelb hier ist ausgeschieden. Oder Kirche? Ja, schon weg. Aber klar, wenn man hier ausschaltet, die Schrift kommt ja erst, wenn. Oh, entspannt. Wenn der Mechaniker das Auto berührt, dann muss er nicht groß schieben, weil. Die Leitplanken sind ja hier ganz nah. Dann ist das Auto auch ganz schnell weg. Geht halt auch nur in Monaco, mit einem stark beschädigten Frontflügel, die Position locker halten können. Wobei ich sagen muss, der Abtriebsverlust bei Grand Prix 4 ist gefühlt... Nein, was machst du denn da? Ist hier gefühlt kleiner als bei den Codemasters-Spielen.
Man könnte auch sagen, die von Vögel sind da auch viel größer. Aber relativ gesehen sind von Vögel Schäden dort schlimmer. Selbst wenn wir hier einen kleinen Frontflügelschaden haben, also eine Seite ist weg, dann ist das halt immerhin eine ganze Seite. Es fühlt sich nicht so schlimm an wie ein klitzekleiner Schaden bei Cardmasters. Dafür, dass eben eine ganze Seite weg ist. Oh, Hacking in unsere Runde. Das wird dann auch Runde 36. Hoffentlich geht das mit dem Brunnen gut. Ich komme Trudy noch innerhalb Schnurrer vorbei. Das hat er sich verdient. Muss da einfach so zu bremstesten. Trudy hat den Häkkinen schon vorbeigelassen. Das Blöde ist, durch die den Schaden am Frontflügel bekomme ich mit dem blauen Lämpchen nicht gesagt, ob der Mika hinter uns ist, aber wir haben einen Ferrari hinter uns, das ist ziemlich eindeutig so farblich gesehen. Wenn wir vorbeilassen müssen, wenn nicht. Hätten wir jetzt die C hinter uns. Oh. Da müsste ich die ganze Zeit genau achten, wann Häkkinen vorbeifährt, wann er hinter uns ist. Jetzt ist Barrichello dran. Die Rotnasenspitze ist 2 Plätze hinter uns. Am Ende ist das die C. Moment, ich gucke lieber nach Hacking. Okay. Das wäre es, wenn er sich jetzt nach vorne mogeln würde, um uns so zu kassieren. Jeff sagt uns ja auch nicht, ob Hacking gerade direkt hinter uns liegt oder nicht. Du, pass auf, das hinter dir ist nicht Hacking, das ist Coulthard. Das ist Coulthard. Ich wiederhole, das ist nicht Hacking. Ich hätte das anders sein müssen mit dem Ich wiederhole, ohne das mit dem Wiederholen anzusprechen. Kaufhardt liegt hinter dir, nicht Häkkinen. Kaufhardt. Ja, noch klarer wäre es anders. Kaufhardt ist hinter dir, nicht Häkkinen. Kaufhardt hinter dir. Wir wissen vorbei. Ralf Schumacher aus dem Rennen, wie verdient. Sehr schön, Trulli auf der 5. Ja, wo will er denn vorbei? Wir haben einen beschädigten Wagen und er ist zu weit weg. Kann auch nicht wahr sein. Hier kannst du vergessen. Statt hier oder im Tunnel. Was? Ich hätte gerade untersteuern, ich konnte gerade nicht rechts einlenken. Barrichello kommt an, jetzt nicht in ihn hinein untersteuern. Sehr gut. Damit ist das jetzt unsere letzte Runde. Barrichello will es nochmal wissen. Er weiß auch, dass es die letzte Runde ist. Kommt Rudi, fahr an Barrichello noch vorbei. Dann wäre das platzmäßig für Jordan das Ergebnis aus Spielberg. Auf der Geraden gehen wir jetzt richtig gut mit weniger Abtrieb. BRR ist hinter Trulli. Verstappen schaltet noch aus. Schade, der Jana wird nicht Vierter, aber wir werden Dritter. Platz 2 an Michael Schumacher verloren, aber Platz 3 gewonnen. In Summe gesehen.
will jetzt nicht den letzten Fitzel von Nase verlieren. Der Nase verlieren. Deswegen fahre ich da nicht drauf. Das erste Podest der Saison. Läuft doch ganz gut mit dem Jordan. Man muss aber auch sagen, der Jordan ist halt ziemlich gut und damit ist es einfacher, bessere Ergebnisse zu erzielen. Wobei die Saison im Prost Acer gefühlt die bisher einfachste war. Da wirkten alle irgendwie so extrem langsam im Verhältnis zu uns. Mehr mit dem sich hier herumdrehen, wenn die gleich im Ziel sind. Ich habe gar nicht gespeichert. Huhuhuhu. Häkkinen von Michael Schumacher, der einzige nicht überrundete, dann kommen wir, Barrichello, Tronli und Panis. Heidfeld, Montoya, kein Punkt für BMW Williams, sehr schön. Kurfhalle auf der 9, der Boxenstopp hat sich ja richtig gelohnt. Villeneuve, De La Rosa, Irvine, Fisico, Kimi, Thomas Enger, Verstappen, Bernoulli, Alonso, Ralf Schumacher, Jung, Button und Frenzen. 20.004, ne? Ja. Mann, ich habe das nicht ausgerechnet. Ich hatte die Zeit noch im Kopf. Trulli hinter uns. Mit genauso alten Reifen. Aber vielleicht keiner freien Fahrt. Dritter Platz für Jordan. 5 Punkte mehr als BRR und 4 mehr Punkte, nämlich 6 als BMW Williams. So muss das. Häkkinen liegt 2 Zähler vor Michael Schumacher. Beide McLaren sind im Punkterennen DC. Ja. Wird sich ärgern. Barrichello auch nicht so weit weg, aber immerhin 7 Zähler weg von Michael Schumacher. Trulli, Ralf Schumacher, Montoya und wir. Das geht da richtig eng zu. 13-13, wir liegen noch 1 Punkt hinter BMW Williams. Beide BR haben auch schon gepunktet. McLaren vor Ferrari, BMW Williams, Jordan. Okay, und beim nächsten Mal geht's weiter mit hoffentlich Punkte sammeln für uns beide, fürs Team. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.